Viva la Mexico, motherfuckers. Ich finde das so. Justin! Justin it in, man. Hab ich ADHS? Ich glaube, das ist das Schulsystem. Das liegt an der Schule. Will ich aber nicht. Wer ist er überhaupt? Ich bin ein Fan von dieser Mentorenphilosophie. Und sich dann darauf voll fokussiert, wird das Kind mehr erreichen in meiner Welt, sag ich mal, in meinen Gedanken. Oft sind Eltern halt auch nicht da. Und das hätte ich gemacht, wenn ich nicht, seitdem ich 14 bin, jeden Tag Bon geraucht hätte. So. Laufen Sie mit dem Schwamm, wie sagt man? Laufen mit dem Schwamm, Digga. Wichtig ist, dass man weiß, was man will. Bro, kurze Frage, bist du Christ oder doch Moslem? Dankbar zu sein, auf die Knie zu gehen, mich klein zu machen. Was es für verrückte Sachen gibt, was in Deutschland komplett unbekannt ist. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip, drop. Ja, da sind wir wieder, Freunde, ja. So ist das halt, ne? Viva la Mexico, motherfuckers. Freunde, ich komm online, Digga. Ich war gerade 2 Minuten online und hab schon wieder 80.000 Fragen bekommen. Sagt doch erstmal Hallo, Digga, was ist los mit euch? Respect it out, man. Wir sind mal wieder live, wir sind mal wieder drin. Ich bin heute nicht so fit. Kann sein, dass wir es heute bei einer Stunde, anderthalb belassen. Schauen wir mal. Spontaner Stream, einfach mal angeschmissen. Ich finde das... Ich küsse dein Herz, Digga, ja. Digga, wenn das kein Meme wird, dann weiß ich auch nicht, Bruder. Oh, shit. Alles geht schief heute. Voila, Bruder, nicht heute. Das ist normal. Eigentlich immer, wenn ich in Mexiko bin, dann läuft sehr, sehr viel traurigerweise einfach schief, Digi. Ja? Justin! Nur so. Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, keine Ahnung, arbeiten, ne? Ich bin gerade live. Komm, setz dich doch mal dazu ein bisschen, oder? Hast du Bock? Ja. Ein paar Minütchen? Ja, ja. Auf entspannt, auf süß. Justine it in, man. Ja. Ja. Ach so. Ja, hier ist der Chat. Ja, was geht ab da? Was erzählen Leute? Schade, dass du keinen Miami-Vlog gemacht hast. Jein. Also ich habe heute mal so ein bisschen die Videos rübergezogen. Also ich habe schon so einen kleinen Blog gemacht, aber der ist jetzt nicht so krass ausführlich. Ich habe halt viele Stories gemacht und ich war auch nur 3 Tage da. Ist halt auch schwer in der Zeit und ihr habt ja mitgekriegt, am ersten Tag habe ich ja brutale Geldstruggles gehabt. So, ich konnte mein Geld nicht wechseln und deswegen habe ich nicht so viel gefilmt, habe mich auch nicht danach gefühlt. Ich wollte auch ein bisschen so die Vibes catchen, ein bisschen gucken, was da abgeht. Deswegen, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen und einmal nach Miami gehen, für Spaß haben, für Videos machen, für Vlogs und so. Ich will auch mit dann. Echt, ja? Ja. Warum lachst du? Ich will auch mit. Ja? Ich hatte richtig Bock auf Miami. Also ich denke so im Dezember, ne? Wenn dann Saison und so losgeht, da bestimmt boah, richtig ja, cool. Boah, ja, Mann, auch so Spring Break und so, Alter. Boah, Digga, das würde ich mir schon auch gerne mal geben, ja. Ich denke, da könnte ich dann sogar auch mal arbeiten, so just for fun, weißt du? Willst du arbeiten da? Ja, mal so, zum Spaß einfach. Wer arbeitet zum Spaß? Aber was, nein. So, weißt du, Promotion ein bisschen, so einfach aus Gag, paar Leute connecten, ich finde das immer ganz cool eigentlich. Ja, wa? Mhm. Justine, Leon hat ADHS, schreibt einer. Gemmo hat's gelöscht. Hab ich ADHS? Ich glaube, wir haben das so ein bisschen. Also ich glaube, ich habe das schon ein bisschen, ich glaube, du auch. Inwiefern? Naja, dass man irgendwie... Red mal ins Mic. Ich glaube, das ist ein bisschen leise. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. ADHS, ja, Aufmerksamkeit will man irgendwie haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat man zu wenig in der Kindheit bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass... Das ist ja kein ADHS. ADHS ist ja eigentlich Konzentrationsschwäche, oder? Das verwechselt man gerne so auf. Das heißt zwar Aufmerksamkeitsdefizit, Ach so, du meinst, dass man sich nicht konzentrieren kann. Das ist ja eigentlich dieses ADHS-Ding. Okay, das habe ich halt eh. Aber auch der das habe ich eh. Ich bin aber auch, das ist alles so, das ist ja auch erst in der neuen Zeit gekommen, diese Krankheit und auch Burnout und sowas. Ich weiß nicht, ich bin so, ich bin eh so der Meinung, dass das vielleicht gar nicht so, jeder Mensch ist halt ein bisschen so oder ein bisschen so und da muss man halt schauen, weißt du, wie ich meine? Ist eigentlich Schwachsinn, dass man jedem Verhalten einen Namen gibt, weißt du, dass man so sagt, okay, du bist auffällig in dem und dem, deswegen hast du jetzt die Krankheit. Ja, ja, voll. Das hat sich so entwickelt irgendwie, ja, das ist ne? Halt, ich glaube, das ist das Schulsystem, das liegt an der Schule, so, weil da wirst du ja so einkategoriert, da ist ja so, die Lehrer,
geben die ja eigentlich rüber, dass alle gleich sein müssen. Also jeder muss seine Fresse halten, jeder muss in der Bank sitzen, jeder muss sich gleich gut konzentrieren können in dieser Schulsituation. Es ist aber halt nicht so. Manche Menschen, so wie ich zum Beispiel, denen ist es brutal langweilig so. Einfach da zu sitzen, die ganze Zeit die Fresse zu halten, und ich habe dann halt immer in der Schule den Clown raushängen lassen oder irgendwas gemacht, was Spaß macht halt so, und nicht einfach nur da sitzen und Small halten. Und das, dann wird dir dabei gebracht, dass das nicht gut ist. Obwohl man das eigentlich fördern könnte und sagen könnte, ja, du bist ein super Entertainer oder du bist ein Typ, der in die oder die Richtung gehen sollte. Verstehe, so, weißt du? Meinst, ja. Das wird halt null gefördert. Jeder soll gleich sein, jeder soll die Schnauze halten und jeder soll da in der Reihe sitzen und dem da vorne zuhören. So. Will ich aber nicht. Wer ist er überhaupt? Weißt du, was ich meine? Ich höre lieber Menschen zu, wo ich Respekt vor habe, wo ich weiß, okay, die haben einen gewissen Weg gemacht. Ich bin ein Fan von dieser Mentorenphilosophie. So wie es damals war im alten Griechenland auch und so, Archimedes-Zeiten. Da gab es einen, der krasse Sachen gemacht hat, und da sind die Kinder hingegangen, weil die sich für den interessiert haben, und der hat denen dann Dinge beigebracht. So. Und sowas sollte eigentlich auch mehr im Schulsystem irgendwie integriert werden und mehr individualisiert werden. Sorry, was wolltest du sagen? Nee, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und da habe ich dir auch gesagt, dass ich das nicht für gut empfinde, dass man ja alles, also dass man Kinder schon im kleinen Alter so ein schlechtes Gefühl gibt, ne? Dass man denen zum Beispiel sagt, hey, du bist nicht gut, du kriegst eine 6, und das Selbstwert geht ja komplett verloren, weißt du? Also das ist natürlich auch, also ich unterstütze das nicht. Ich finde das nicht gut, und ich fände es auch gut, wenn, also ich habe dir gesagt, ich war auf einer Waldorfschule, ich fände es gut, wenn Talente mehr gefördert werden, auch gerade die kreativen Dinge, ne? Ob das jetzt jemand ist, der dann in die Schauspielerei möchte, Gesang oder, ach, keine Ahnung, gibt es 1000 Millionen Sachen, handwerklich oder so, ne? Und das ist halt schön, wenn man in der Schule schon das bei den Kindern sieht und das fördern könnte. Weil ich finde halt auch gut, dass wenn ein Kind schon im frühen Alter sein Talent oder irgendwas sieht, wo es drin Spaß hat, zum Beispiel tanzen, und sich dann darauf voll fokussiert, wird das Kind mehr erreichen in meiner, weißt du, in meiner Welt, sag ich mal, in meinen Gedanken, als wenn es sich mit irgendwelchen Fächern durchwursteln muss und sich nicht gut fühlt. Okay, manche Fächer natürlich, die sind wichtig, hatten wir auch geredet, ne? Mathematik und so eine Sachen. Ich finde eine gewisse Schulbildung allgemein, ich finde eine gewisse Bildung wichtig. So, ich finde, dass man schon diese Grundbildung, die ist wichtig. Und ich finde es auch geil, dass in Deutschland da irgendwie Wert drauf gelegt wird. Und ich finde es auch geil, dass da Bildung im größten Teil umsonst ist. So. Weißt du, auch weiterführend. Aber ich finde, ab irgendeinem Punkt, ich finde halt zum Beispiel, in Amerika das ist geil, dass da in der Schule halt schon auch Sport und so eine Sachen krass gefördert werden. Stimmt. So, du kannst da wirklich, wenn du in der Highschool gut Football oder Basketball spielst, hast du Aussichten, irgendwann in der NBA oder in der NFL zu spielen, wenn du dir den Arsch aufreißt, aus der Schule raus quasi so. In Deutschland findet das ja alles immer so, du musst dich dann selbst drum kümmern, deine Eltern müssen sich drum kümmern. Und wir wissen es ja selber, also keine Ahnung, oft sind Eltern halt auch nicht da, so, ne? Und wenn dann das Kind nicht gefördert wird von den Eltern und auch nicht von der Schule in gewissen Bereichen, dann geht man so unter, weißt du, obwohl man eigentlich voll die krassen Talente vielleicht hat. So. Mhm. Ja, das ist schon. Zum Beispiel Sport ist ein gutes Beispiel, finde ich gut. Ja, würde für mich auch Sinn machen, weißt du, wenn Kinder schon früh das, also ihr Talent schon ausleben können. Ja, und ihr Talent finden, so wie du gesagt hast. Mhm. Ich stimme dir dazu. Also wenn ein Kind schon irgendwie so Bock hat auf Tanzen und da drin gut ist oder Schauspielerei oder irgendwas, und das dann sofort gefördert wird, dann sind die Aussichten halt auch besser, dann langfristig damit erfolgreich zu werden, als wenn du dann erst mit 20 oder mit 21, wenn du dann irgendwann mal dir selber das so mindsetmäßig beigebracht hast, dass du eigentlich alles erreichen kannst, so, dann erst damit anfängst, deinen Traum zu leben. So, das war bei mir auch der Fall. Wusstest du schon, was du machen möchtest mit 18 zum Beispiel? Oder 16? Nee, aber ich war halt einfach eine Sportskanone so. Ich war in jedem Sport in der Schule immer der Beste so. Ich war immer, egal was ich gemacht habe, ich habe Sport war immer mein Ding so, weißt du? Und ich habe dann halt Fußball gespielt, Leichtathletik gemacht, und damit habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil, weiß ich gar nicht genau warum, ja, auch Einflüsse, Party, Drogen, Alkohol, dies, das, also ich bin nicht so richtig, das ist auch mein eigener, ich bin nicht richtig bei der Stange geblieben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich zum Beispiel in den Staaten groß geworden wäre, wäre ich ganz schnell mit NBA, also mit Basketball, aber wahrscheinlich eher mit Football konfrontiert worden und hätte vielleicht auch eine krasse Motivation gehabt, das halt wirklich durchzuziehen, weil ich die Aussichten gehabt hätte, irgendwie was richtig Krasses zu erreichen. Weil mein Ziel war, seitdem ich 8 bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas Krasses machen. So. Weißt du, ich habe irgendwie so mit 8, ich habe im Fernsehen die Kinderstars und habe diese ganzen Leute gesehen, ich habe gesagt, ich bin einer von denen. So. Ich muss auch irgendwas, ob es jetzt Sport ist oder Schauspielerei oder Musik, irgendwie in der Entertainment-Bereich oder Sportbereich muss ich irgendwas reißen.
Ja, das Environment und ich selber, meine Gedanken und vielleicht auch, weil meine Familie gesplittet ist und ich nicht so viel Stabilität hatte, hat das halt leider so ein bisschen gefickt dann, weißt du? Hab dann angefangen, Drogen zu nehmen und hab dann eigentlich voll viel, also als ich dann das erste Mal aufgehört habe, Drogen zu nehmen mit 18, 19, nee, mit 20, glaube ich, oder so, habe ich halt für mich realisiert, Bro, du hast voll viel von deiner Zeit verschwendet, so, weißt du? Wenn du schon mit YouTube mit 17, 18 angefangen hättest zum Beispiel. Und das hätte ich gemacht, wenn ich nicht, seitdem ich 14 bin, jeden Tag Bon geraucht hätte, so, weißt du, wie ich meine, so. Dann hätte ich das 100% ja, gemacht. Aber hätte und wenn gibt es eigentlich nicht, weißt du, ist einfach so. Aber es ist, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass die meisten Leute wirklich total verloren sind mit 16 und die wissen einfach noch gar nicht, wohin. Und deswegen machen sie irgendeine Ausbildung, weil sie so ein bisschen, ne, weil jeder das macht zum Beispiel, dann gehen sie, laufen sie mit dem Schwamm, wie sagt man? Schwamm? Schwimmen mit dem Strom. Laufen mit dem Schwamm, Digga. Oh Mann, ey, ich wieder. Laufen mit dem Schwamm, wisst ihr Bescheid, Freunde? Die laufen dann mit dem Schwamm halt. Ich bin einfach so verpeilt. Es alles ist einfach Natur gewesen. Alles gut, bei mir, alles Leute. Gut, alles ich gut. Ich nehme auch keine Drogen, also ich bin einfach so. Ja, auf jeden Fall, die laufen mit dem Strom, schwimmen mit dem Strom. Laufen geht auch. Zum Beispiel, nee, bei mir war so, zum Beispiel, alle sind zu VW, weißt du, früher. Ja. Ausbildung macht, weil es eine sichere Sache ist, angeblich. Und ich zum Beispiel, ich wollte es nie machen. Weißt du, ich wollte das gar nicht machen und ich wusste gar nicht so richtig, was ich überhaupt machen will. Also, ich fände es cool, wenn auch in der Schule schon drauf eingegangen wird, auf die einzelnen Kinder. Was ist dein Talent so, genau, ne? Was willst du machen, wohin, weil das ist wichtig. Wichtig ist, dass man weiß, was man will, weil sonst, wenn man nicht weiß, was man will, in welches Flugzeug will man einsteigen, sage ich immer, ne? Wenn man nicht weiß, wo man hinfliegen will. So. Voll. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass die meisten machen einfach irgendwas, weil sie nicht wissen, was sie machen, dann sind sie unglücklich und ja. Ja, ja, ich warte auf ein Paket. Ach ja? Die rufen immer an, ne, eigentlich. Weil in Mexiko hat man ja auch keinen Namen an der Tür oder so. Die rufen dann immer ja, an. Aber die... Oha, übertreib doch nicht, Bro. Die machen mal voll den Stress hier unten wegen Estafetta, weißt du? Stellen krass, sich immer einfach irgendwo hin. Versperren mir immer die Ausfahrt, ey. Die genau, was du gerade gesagt hast, finde ich auch. Und was ich halt den Leuten immer empfohlen habe, ist auf jeden Fall, macht dann, bildet euch weiter. Ich sag auch jedem, der nach der Schule zum Beispiel noch keinen richtigen Plan hat, was er machen soll, geh studieren. So, weil ich gemerkt habe, für mich persönlich hat dieses Weiterbilden hat mir einfach gut getan. So. Einfach diese gewisse Intelligenz, die ich habe und was ich mir dadurch beigebracht habe und wie ich Dinge sehe, vor allem Mathematik und diese ganzen, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bis ich meinen Traum gefunden hatte oder bis ich die Eier dafür hatte, meinen Traum anzugreifen, muss ich sagen, dass ich es nicht bereue, in der Zeit studieren gegangen zu sein, so. Im Gegenteil. Ja, du wusstest, was du studieren möchtest, ne? Nee. In dem Moment, aber du hast für irgendwas entschieden. Ja, ich habe das genommen, was am breitesten gefächert ist, wo du am meisten Sachen einfach lernst, weil ich immer noch nicht wusste, wohin will ich gehen. Okay, eine Mischung aus Wirtschaft und Technik, geil. Die Leute, die das machen, sind oft in Führungspositionen. Geil. Mhm. Du kannst in jedem Bereich eigentlich noch arbeiten. Es hilft dir sogar in der Selbstständigkeit später. Dachte ich, okay, geil. Mhm. So, weißt du? Ja, ich bin ins Ausland gegangen. Erzähl mal. Ja, also bei mir war es, eigentlich habe ich erstmal angefangen zu jobben. Ja, irgendwas. Im Fitnessstudio habe ich ein bisschen gearbeitet. Das weiß ich noch. Und dann, mein Vater hat ja eh auf Mallorca gelebt. Ja. Und der meinte halt, Justin, ich hatte halt so einen Liebesstress so ein bisschen. Also ich war so verliebt und es war so ein On-Off-Ding und da war ich sowieso voll abgefuckt von. Da habe ich gesagt, ich glaube, das ist die beste Idee, wenn ich mich einfach mal verpisse von allem so, ne? Mhm. Und gehe mal nach Mallorca. Und dann habe ich da gejobbt. Und dadurch hat sich halt mein Leben verändert, weil ich dann Menschen kennengelernt habe, also von überall. Und jeder hat ein komplett anderes Leben gelebt. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, es sind ja so viele Möglichkeiten gegeben eigentlich. Und das hat mich inspiriert natürlich. Okay, dann kam eins zum anderen und ich war dann immer wieder im Ausland und jetzt bis heute bin ich im Ausland. Mhm. Und das war dann halt mein Weg. Ne? Das sollte alles so sein, denke ich mir. Aber ich habe, also für mich war das die größte Schule. Durch Mallorca bin ich selbstbewusst geworden. Ich habe mich komplett entwickelt durch die ganzen Menschen, denen ich jeden Tag begegnet bin. Wann bist du denn abgehauen? Mit 21. Ja? Ja, also 2007 war das. Mit 21. Also was hast du davor gemacht gehabt? Davor habe ich gejobbt, einfach nur. Ich
Da, ich glaube, Industrie habe ich irgendwas gemacht in so einer Zeitarbeits-, über eine Zeitarbeitsfirma, glaube ich sogar. Also du hast nie eine Ausbildung gemacht oder irgendwas, Studium? Ich habe mal Kosmetik angefangen ein Jahr, aber ich hab gemerkt, das ist ja gar nichts für mich. Also das war ja das Dümmste, was ich hätte machen können, Kosmetikschule. Und dann habe ich Projektmanagerin gemacht, einen Kurs. Also ich wollte eigentlich dann Musikmanagerin machen auf der Deutschen Pop. Das ist so eine private Sache. Kenne ich. Ne, habe ich Geld für bezahlt, das habe ich auch gemacht. Aber egal, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ne? Alles, wo ich dachte, okay, das versuche ich mal, habe ich ausprobiert und es hat mir nicht gefallen. Ich war auch mal bei VW, es hat mir auch nicht gefallen. Das läuft ja bis heute noch so quasi. Ja, bis heute. Ja, ich habe halt immer gemerkt, ich will nicht für irgendwen arbeiten, wenn es nicht das ist, was ich wirklich machen will. So. Also ich mache nichts einfach nur für Geld. Wir haben, da müsst, ihr müsst wissen, wir haben oft, also wir haben nicht oft, aber wir haben öfter mal Diskussionen, so was das angeht. So, ne? Ja gut, du bist halt ein Machertypen, richtig krasser so und triffst auf eine Person, die einfach ihr Leben, also ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben, aber jetzt habe ich auch gesagt, ne, es ist irgendwann der Punkt, ich habe jetzt lange rumgechillt und so, immer geil gelebt und jetzt will ich was erreichen. Also ich will was machen, was mich erfüllt, meine Gabe ausleben. Und du hast gesagt, ich soll mein Potenzial nutzen und einfach mich auf eine Sache konzentrieren und es durchziehen. Ja. Und ich habe aber immer und auch wenn es mal nicht geil ist dann in der Zeit. So, das ist das, was bei dir, glaube ich, gerade, ja, nee, es ist jetzt gerade nicht so geil, dann höre ich damit auf. Oder es funktioniert gerade nicht so geil, dann höre ich damit auf. Oder ich glaube, es ist doch nicht so mein Ding, ich höre damit auf. Ich muss mir sicher sein, dass es wirklich der richtige Weg ist. Aber es werden Tage und Zeiten, Wochen, Monate, Jahre manchmal kommen, wo es sich nicht richtig anfühlt. Aber, okay. Und da muss man halt trotzdem durch, also das ist halt meine Mentalität. Das hatte ich damals mit meinem Airbnb ja auch. Ich hatte nur Katastrophenunfälle mit diesem Haus und so. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Einmal kurz die Donation hier vorlesen. 4,99 € von David. Ich küsse dein Herz, Digga. Danke für den Support auf jeden Fall, Bro. Bro, kurze Frage. Bist du Christ wegen deiner damaligen Kreuzungskette? Oder doch Moslem wegen Inshallah? Bro, also ich muss dir da ganz ehrlich sagen, boah, Digga, es ist schwer. Ich habe noch nie, ich rede eigentlich nicht gern über meine Religion, über Religion allgemein so, weil ich finde, das muss jeder mit sich selber und Gott ausmachen am Ende des Tages so. Ich bin halt, so viel will ich sagen, ich habe Liebe für beide Religionen, sowohl für den Christentum als auch für den Islam. So, ich habe die Bibel schon teilweise gelesen, den Koran leider noch nicht. Da will ich auch gerne noch mal ein bisschen reinlesen. Ich habe sowohl christlich schon gebetet als auch muslimisch. Ich war auch schon in der Moschee. Ich fühle mich krass hingezogen zu dem Glauben as well. So. Und man muss dazu sagen, ich bin halt in einem Haushalt groß geworden, der nicht wirklich religiös war, so. Also ich habe von zu Hause aus eigentlich keine richtige Religion mitbekommen. Ich habe natürlich in der Schule dann saß ich im Religionsunterricht und ich war immer halt ein Typ, der sehr viel hinterfragt hat, was das Thema Religion angeht. Mir wurden dann da Sachen erzählt und ich habe halt immer hinterfragt und ich wurde irgendwann dann einfach auch aus dem Religionsunterricht rausgeschmissen, weil ich zu viel Fragen gestellt habe, so. Und das hat dafür gesorgt, dass ich voll den krassen Abstand zur Religion aufgebaut habe und dann für mich erstmal selber gesagt habe, ich bin Atheist so, zu der Zeit sogar, weil ich einfach, keine Ahnung, ich konnte keinen Bezug richtig finden, so. Und erst in den letzten Jahren, in den letzten 3, 4, 5 Jahren sind Menschen in mein Leben gekommen und das erste Mal, als ich wieder angefangen habe, an Gott zu glauben, war das, als ich mich mit einem muslimischen Bruder unterhalten habe und der hat mir halt voll die krassen Geschichten aus dem Koran erzählt und das hat mich so krass gecatcht und so krass getoucht und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es nicht umsonst ist, weil ich schon vorher das Gefühl hatte, dass ich irgendwie eine Beziehung zu was Höherem aufbaue und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Mensch mir gesendet wurde, damit ich mich damit beschäftige und so habe ich mich halt angefangen mit dem Koran zu beschäftigen, in die Moschee zu gehen, dies, das zu machen und dann kam halt meine Ex in mein Leben und die hat mir halt sehr viel über das Christentum und über Jesus erzählt und beigebracht und da fand ich halt auch so viele Geschichten einfach nice und die haben mich auch geprägt und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen. Es ist halt, ich würde jetzt nicht mich hinsetzen und sagen, ich bin Christ oder ich bin Moslem. So, ich kann das noch nicht sagen. Vielleicht ist es meine Reise, vielleicht wird es irgendwann sich ergeben, so. Aber vielleicht bleibt es auch so. I don't know. Bist du religiös? Also ich mag halt das nicht, dass Religion spaltet. Ich mag Spaltung nicht. Und ich glaube halt an Gott in dem Sinne, an einem Gott. Also ein Gott, das ist für mich Energie. Und die ist überall. Und man kann auch beten und alles. Da ist auf jeden Fall was, aber wie gesagt, ich bin da eher so Energien, Universum, Lebensgesetze, diese ganzen Sachen, ne? Okay. Ja. Okay. Ja, so ist besser. Danke für die Antwort, Bro. Kein Thema. Der sagt, dachte, Fragen kostet nicht. Doch, kostet.
Die Fragen, die mit Donation reinkommen, Superchat-mäßig, werden natürlich bevorzugt, meine lieben Freunde, ne? Ist ja klar. Du solltest die Schriften selber lesen, als auf Stories von anderen zu hören. Ja, genau. Aber diese Menschen haben mich halt dazu getrieben, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mir dann die Schriften reinzuziehen. Erst die Bibel und dann habe ich mir auch den Koran gekauft und so, weil ich einfach mega interessiert dann daran war. Und ich bin halt ein Mensch, ich glaube an Gott extrem. Und ich glaube, dass auf jeden Fall eine höhere Macht existiert. Und das tut mir auch extrem gut. Mir hat es nicht gut getan, zu sagen, ich glaube nicht an Gott. So, oder ich glaube nicht an eine höhere Macht, weil, keine Ahnung, ich bin richtig krass darauf gekommen, als ich dann mein Ding gemacht habe, als ich nach Berlin gezogen bin und dann auch so viel Segen geschenkt gekriegt habe und so. Und ich will nicht daran glauben, dass es Zufall ist. So, weißt du, wie ich meine? Für mich war das wichtig, dann dankbar zu sein, auf die Knie zu gehen, mich klein zu machen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt vielleicht groß war und alle mich angehimmelt haben, war das für mich wichtig, um mich auf den Boden zu halten, auf die Knie zu fallen, zu beten, dankbar zu sein für die grundsätzlichen Dinge so. Und ja, und ich finde, man kann sich halt voll das gute Beispiel an den Propheten einfach nehmen. Im Lebensweg so, weißt du, wie ich meine? Die haben alle Struggles und alle Dinge, die es gibt, eigentlich miterlebt und haben meiner Meinung nach da immer die besten Entscheidungen getroffen, wie die mit den Themen umgegangen sind, und da kann man sich extrem viel mit rausziehen, finde ich. Aber warum so, da haben wir jetzt einen Skeptiker, einen Atheisten im Chat. Aber wieso soll man an irgendwas glauben, was es nicht gibt, nur um sich besser zu fühlen? Und man kann auch so dankbar im Leben sein. Ja, Bro, das ist halt deine Einstellung. Wenn du sagst, dass es das nicht gibt, dann ist es halt für dich so. Aber ich bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass es eine höhere Macht gibt, die uns alle irgendwo verbindet und jeder von uns im Herzen hat. So. Du kannst gerne der Meinung bleiben, ich bleib meiner Meinung so. Was ist deine? Du glaubst also auch, dass es was Höheres gibt, oder? Dass es irgendwas gibt. Also, keine Ahnung, es gibt ja auch krasse Story. Man muss sich einfach mal mit Leuten unterhalten, die viel schon durch die Welt gereist sind, und mal Geschichten hören. Mhm. Was ich schon, ich kann das gar nicht jetzt alles zusammentragen, aber was ich alles schon in meinem Leben so gehört habe von Menschen, was es für verrückte Sachen gibt, was in Deutschland komplett unbekannt ist. Und dann weiß man auch, dass es definitiv Energien gibt, die da irgendwo an, also wie gesagt, du weißt ja, wie ich da sowieso bin, ne, mit meinen Gedanken, dass ich glaube, dass Gedanken, Energien und alles zusammenführen und dass man Dinge anzieht und so weiter und so fort. Ich glaube auch nicht, oder ihr kennt auch Glückssträhne, Pechsträhne und so. Warum kommt sowas alles in dein Leben? Weißt du, wie ich meine? Man muss auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, finde ich. Mhm. Und aber natürlich auch, wenn du, also du bist auch beschützt irgendwo. Nichts passiert, also alles passiert eigentlich für dich statt gegen dich. Das muss man auch verstehen. Wenn manche Dinge passieren und du denkst, oh krass, warum ist das jetzt passiert? Ein krasser Unfall oder so. Du denkst, boah, ist das gemein, warum passiert mir das? Das ist ja gegen mich. Es muss nicht sein, dass es gegen dich ist. Es ist vielleicht für dich, weil du dadurch irgendwas erkennst oder irgendwas zum Besseren kommt. Voll. Und man muss die Zeichen aber auch lesen. Und viele Leute, die hinterfragen ja nichts. Ja, ja. Und dann kommst du auch nicht auf die Antwort und dann glaubst du auch an nichts. Weil du dann immer denkst, du bist das Opfer. Du bist nicht das Opfer. Weißt du? Finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber da muss man sich wirklich mit beschäftigen und, ja, und auch, ist auch wollen, so, weißt du? Wenn ich jetzt da hinkomme und sage, hey, doch, das gibt's, dann denkst du, nein, okay, super, da brauchen wir auch gar nicht weiter reden. Lest einfach mal die Zeichen so. Was passiert in deinem Leben? Ne? Ja, da passiert so viele Sachen, das kann kein Zufall sein dann irgendwo, weißt du? Wenn du wirklich bewusst durchs Leben gehst und die Sachen passieren, dann und du versuchst, die zu verknüpfen, dann ist es einfach so, dann macht es Sinn einfach. Weißt du, wie ich meine? So, es macht einfach Sinn. Hier hat einer geschrieben, nein, er hat recht, der Glaube ist nur entstanden, damit die Leute auf den tristen Alltag klarkommen. Mann, Bro. Wie gesagt, jeder soll glauben und denken, was er möchte. Ich verurteile niemanden, der nicht an Gott glaubt oder nicht daran glaubt, dass es irgendwas Übermächtiges gibt. So. Aber ich finde es immer... Ja, ich weiß nicht. Ich setze mich nicht hin und sage, die Leute, die so sind, die haben kein Recht oder so. Weißt du, ich meine, ich finde es immer so schade, wenn Leute immer sagen, nee, der hat nicht Recht. Der hat Recht. Ach so, gibt's auch gar nicht. Sondern einfach akzeptieren, so, das ist seine Meinung, das ist seine Einstellung zum Leben, das ist sein Glaube an Gott und das ist seine so. Er glaubt vielleicht nicht und er glaubt. Aber respektieren, weißt du, wie ich meine, und nicht immer. Aber glaubt trotzdem an was. Also jeder glaubt ja an was. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Jeder glaubt an etwas. Ja, was ich halt sagen wollte damit ist, dass ich es schade finde, dass Leute immer darauf pochen, dass es Recht und Unrecht gibt. Es gibt immer nur A und B. Mhm. So, entweder er hat Recht oder er hat nicht Recht. Ich sag einfach, das, was du glaubst, ist deine Realität. So, das ist also auch so. Du hast für dich in deiner Welt Recht, wenn du davon überzeugt bist, dass es so ist.
Weil wenn du sagst, okay, so und so ist es, dann kommt das Leben und sagt, okay, dann gebe ich dir das so. Weißt du, wie du das, safe, du das siehst. Jeder hat seine, jeder lebt auch in seiner eigenen Welt, ja. Davon bin ich auch überzeugt. Hundertprozentig so. Ich habe ein geiles Leben, andere sagen, das Leben ist ungerecht. Ich sage, nein, das Leben ist gerecht. Mhm. Auch wenn ich scheiß Phasen habe und so, das Leben ist gerecht. Auch wenn ich mal krank werde, das Leben ist gerecht. Weißt voll, du, voll, voll, voll. Und deswegen, man muss die Verantwortung nehmen, weil wenn man das nicht tut, dann hat man echt verschissen. Du hast verkackt, wenn du nicht die Verantwortung für dein Leben nimmst. Weißt du? Weil dann kannst du nicht steuern. Dann bist du ein Opfer. Es geht ab hier. Es gibt auch negative Energie in den heiligen Schriften, die zwischen Menschen spalten, das Positive rausnehmen und das Negative ignorieren. Dann ist die Religion etwas sehr Inspirierendes. Ja, jeder soll da für sich am besten einfach... Achso, was ich noch sagen wollte, hier die Dalal hat dir gesagt, dass sie dich feiert und dass du so bleiben sollst, wie du bist und dass sie dein Herz küsst. Eine von wenigen Mädels hier aus meiner Community. Ah, ja, du hast nur Jungs, ne? Stimmt. Ja, danke schön. Liebe Grüße. Aber krass, du hast echt nur Jungs, ne? Mhm. Ja, 80%, ne?